Hallöchen, ihr Lieben, was? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, gut, was machen wir heute? Ich würde sagen, wir questen weiter, werden aber vorher noch ein bisschen Handel treiben. Hey, wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Yep. Ja, und zwar, da uns hier eh immer einen Haufen... Ich habe von allem etwas. Das ist schön, weil wir brauchen von allem auch etwas. Ich würde doch mal sagen, diese 3,8er, also 308er Patronen werden wir mitnehmen. Jo, wir haben eh genug Zaster, Kohle, wie auch immer. Und puh, Blei. Brauchen wir sowas auch? 5 Pfund Gewicht. Ich nehme es mal mit. Und zwar, Fusionskern haben wir genug. Große Babyflasche brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Haarklammern hätten wir auch genug. Karotte nehme ich auf jeden Fall mit. Klebeband müsste man nochmal genug haben. Das ist interessant. Diese Ladungen hier. Ladungsschaltkreise. Schrauben, Schaltkreise. Ich glaube, das wären so Geschichten. Und die sind sauteuer. Puh. Ne, vergiss es. Linker Arm, rechter Arm. Ich weiß nicht, Beton wäre halt super, ne? Ich werde die 200er Packung mitnehmen, weil wir die ja für eine bestimmte Siedlung auch ganz bestimmt brauchen können. Fundament und so. Und ich werde auch da hinten noch schnell was ausbessern. Bei unserem Stall, da gehört auch so ein Betonfundament hin, weil sich das wunderbar an die Unebenheiten des Geländes anpasst und super mit unserem Bauwerk abschließen kann. Ja, würden wir doch sonst irgendwas hier brauchen? Steampacks. Ja, wäre vielleicht... Boah, das ist teuer. Nee. Ich belasse es so, wie wir es haben. Okay. Können wir hier irgendwas... Mein Inventar. Können wir da irgendwie was verkaufen vielleicht? Waffen verkaufen wäre sicher auch nicht schlecht. Die sind sicher was wert, oder? Schon ein bisschen eigentlich. Wartet mal. Bleibt da. Ich nehme jetzt mal ein paar Waffen mit. Einfach da so zum Spaß, was wir schon doppelt, dreifach und zwölffach haben. Hier zum Beispiel die Pistole hier, ne? Wenn ich da jetzt sage, ich nehme 40 mit. Ich weiß, ich bin dann überladen. Und ich hoffe, die rennt mir jetzt nicht weg. Aber die 40... Können wir doch verkaufen, oder? Wir finden ja bestimmt wieder mehr, also von diesem Zeugs. Sieben, so, tada. Da ist eher mehr was. Was wir jetzt so viel haben. Ich glaube, das passt schon so. Warte. Ja. Carla, bitte, ich gebe dir was. Carla, brauchst du noch was? Ja, verkaufen. Von hier aus ist ziemlich weit. Ja, handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ja, das ist sogar wortwörtlich gemeint. Wo bist denn da? Ja, viel ist es nicht, aber immerhin 320 Kroniken. Also Kronkorken. Fix noch einmal. Gut, passt, haben wir das auch erledigt. Haben wir sonst irgendwas? Einen Moment bitte. Entschuldigung, da musste ich mal kurz husten. Diverses. Ist sowas was wert? Naja. Nicht unbedingt, ne? Schrot, den müssen wir gleich einlagern. Ne, ist gut. Ha, war falsch. Entschuldigung. So. Ja, gut, danke dir. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen bezahle. Moment, hat es jetzt hingehauen? Wieso geht sie denn so schwer? Jetzt hat sie die nicht genommen. Mann, ach komm. Halleluja, Carla. Ich weiß, ich bin schuld. Ich habe eine blöde Taste wieder nicht gedrückt. Hallo, supi. Du ja, mach jetzt hin, bitte. Zeig mal, was du so hast. Ich habe von allem etwas. Ja. Fix noch einmal, echt. So, jetzt aber nochmal annehmen und annehmen
und okay. So, jetzt passt. Ich habe schon wieder verdrückt. Himmelherrschaftszeiten. So, jetzt geht's. Ja, ja. So, der ganze Schrott kommt weg. Das können wir eigentlich behalten. Warte mal, waffenmäßig. Ich werde den Feuerwerfer, genau, den Flammenwerfer tue ich mal weg. Den brauchen wir momentan eigentlich nicht wirklich. Nicht wirklich. Kleidung müsste passen. Aufbereitetes Wasser lasse ich einfach mal. Das Blutblatt können wir reintun. Das Steak. Das Fleisch. Da Fleisch. Das hier. Das können wir wegtun. Behalte ich mal. Das müssen wir wegfuttern. Das können wir wegtun. Die können wir wegtun. Das auch. Das sowieso. Dann gebacken. Gegrillt Gemüse. Gummibonbons. Das tun wir weg. Das tun wir weg. Insta-Püree. Chat tun wir weg. Karotten haben wir 8. Wow. Kartoffelchips, Klingenkorn können wir wegtun. Leuchtender Pilz tun wir weg. Den Mais. Dann werden wir schon leichter werden jetzt. Das kommt auch weg. Die Melonen kommen weg. Die Blüte tun wir weg. Keine Ahnung, wofür wir die mal brauchen. Vielleicht können wir damit schon Gerichte dekorieren. Oder ich denke eher fürs Labor. Glaube ich eher. Eine Blume. Die Nudelschale behalten wir. Das Hirschfleisch kommt weg. Was? Skorpion kann man auch essen? Ist ja grauslich. Ja. Vor allem viel Insektenfleisch. Also sehr viel. Da bin ich noch froh, dass wir in unserer Zeit leben. Ich weiß, es soll angeblich das Fleisch der Zukunft sein, also die Nahrung der Zukunft. Können wir schon mal darauf einstellen, dass unsere Kinder vielleicht, oder vielleicht auch wir schon, uns mehr und mehr von Insekten ernähren. Ja. Jo. Da bin ich der Meinung, dass man vielleicht, dass es vielleicht gar nicht Not wäre, aber naja, was soll's. So. Einmal noch schnell. Ah ja, da muss ich wieder aussteigen. Nein, so wollte ich das nicht haben. Entschuldigung, das war der falsche Knopf. So, bitte einmal aussteigen. Uah. Und kurz mal hier rein. Die Sonne geht unter, die Irren kommen raus. Meinst du damit etwa mich? Hm? Sag's gleich. Gemüsesuppe, es fehlt schmutziges Wasser, stimmt. Kann ich gar nicht kochen. Fix und die Geigen. Das auch nicht, weil die Tau-Dingens fehlen. Getränke. Dreckiger Ödländer. Die Sonne geht unter, die Irren kommen raus. Ja, ist schon gut. Da können wir von mir aus auch. Nein. Können wir nicht irgendwie so ein Eintopf und sowas wäre halt schön. Ein paar Köterkeulen, ne? Weißt du was? Ich mach da trotzdem ein paar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wieso plus 11? Plus 3? Achso, also schnell drücke, ne? Das Eichhörnchen bissen. Maulwurfs. Das dient sogar als eine Art Barfood. Haben wir da vielleicht. Ah, da gibt's sogar. So. So ein Eiomelett wäre halt gut. Kuchen gibt's auch? Ne! Atme für 30 Minuten unter Wasser. Was könnte man daraus machen? Im Ernst? Ausdauer für eine Stunde. Boah, das war alles nicht schlecht, ne? Ich werde da auch mal 5 machen. Jetzt kriege ich durchs Kochen schon bald Level up. Wie sich das anhört. 50 Punkte Strahlung verlieren wir dadurch. Das war auch nicht schlecht. Nehmen wir 3 mit. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Einmal Wahrnehmung für eine Stunde. Todeskrallenstick, Beweglichkeit, ja, das glaube ich. Es wird so grausig schmecken, dass du von Haus aus schnell rennst. Rippchen, Schadensresistenz für eine Stunde. Nahkampfschaden plus. Na, das wäre schon gut, so ein Rippchen. Nehme ich gerade eins mit. Das passt schon mal. Boah, Schwicki.
verlassen bitte, ja. Puh, jetzt haben wir echt viel. Da wäre ich gut so ein Mutanten... Wie war das? Das Hunde-Mutanten-Zeugs da, ne? Hilfsmittelchen? Wo bist denn da? Karotten muss ich auch noch wegschmeißen. Maulwurf? Nein, Mutantenkeule. Da ist sie. Die esse ich gleich mal. Weil ich bin eher... Scheiße, schon wieder verdrücken. Puh, das müsste... Ja, wenigstens gesund sind wir schon mal. So. Dann... So, Waffen, Kleidung, Hilfsmittelchen, Blutpaket, Eichhörnchen. Boah, da kann ich essen. 12 Tage lang nur essen. Die Karotten kommen einmal rein. Obwohl ich da jetzt... Sollte ich eigentlich ein paar anbauen noch. Ja, ist ja wurscht. Stimpaket und den Rest behalten wir gleich mal. Werden wir es eh brauchen. Weil ich mache auch gleich, wartet. Dass du, ich weiß, ich vertrödel jetzt wieder haufenweise Zeit. Es tut mir sehr leid. Aber, ja. Essenmäßig, ich muss mal schauen. Die Köterkeulen, die werde ich... Die werde ich hierher tun. Und ich sehe gerade meine Waffen, ne? Die Waffen müsste ich auch mal. Scharfschützengewehr, du bist mein Lieblingsscharfschützengewehr. Mein liebstes Lieblingsscharfschützengewehr, du kommst auf den 4. Platz. Der Vorschlaghammer kommt auf den 3. Dann die Kampfflinte wäre noch gut vorher ausbauen. Aber du bist die Schrot, du kommst hierhin. Und du kommst hierhin. So, ich hoffe, das passt so. Jetzt habe ich alle bis auf den da. Und jetzt möchte ich... Tja, schon wieder verkehrt. Herrschaftszeit. So, und jetzt möchte ich noch einmal schnell schauen auf der Waffenbank, ob ich denn nicht diese Kampfflinte, ob ich die nicht verbessern kann noch irgendwie. Ne, was will ich denn dafür? Ach so, da brauche ich ja schon die Skills, ne? Ich habe sie ja schon da, wo ich sie eigentlich habe. Ja, verflixt und zugenäht. Waffenfreak. Ich bin nicht Schnelllade. Person, die jemanden verloren hat. Außergewöhnliche Magazinkapazität und überlegene Nachladedings. Überlegene Nachladedings. Kann man da schon raufhauen, ne? Anfertigen. So, was haben wir noch? Hier haben wir da noch was. Nope. Und da unten? Auch noch nicht. Nein. Gut. Können wir hier, das ist mir auch ein bisschen zu schwach, dürfen wir, schau mal, da geht doch was. Verbesserte Feuerrate, verringerter Schaden, überlegene Reichweiten. Ist viel verringerter Schaden. Passt schon, oder? Probieren wir es mal. So, was haben wir dann hier? Verlängerter Lauf, Dingenslauf. Nein, Entschuldigung. Da wollte ich hin. Da geht's auch nicht. Was haben wir da? Nein. Was haben wir hier? Nein. Und hier Mündungsbremsen. Brauchen wir sicher auch. Ja. Na, fesch. Ich hoffe, das war jetzt kein Blödsinn, was wir gemacht haben. Aber ich glaube, das passt dazu. Hoffe ich mal. Schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. Wow, der Schaden ist echt übel. Von 30 auf 13. Wäh. Naja, wenn wir sie halt mehr Figuren verwenden, wird schon passen, denke ich mal. Ich wollte sie nur mal ausprobieren. Mods, genau, die wollte ich noch wegtun. Einmal und zweimal und gutes. Na, immer verdrücken. So, jetzt aber. So, jetzt haben wir schon ewig viel vom Bad verbraucht. Supi. Gut. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Als nächstes da unten. Was ist da? Verschafft ihr Zugang zur Waffenkammer der Burg. Ja, wenn ich nicht weiß, was ich da bauen soll. Vielleicht ein Generator? Schaut so elektronisch aus. Ich habe keine Ahnung. Ich will es mir trotzdem mal anschauen ein bisschen. Ist ja wurscht.
Gehen wir mal dorthin. Das kann nicht sein, dass wir das nicht hinkriegen. Das kann es doch nicht sein. Ich hoffe nur, dass wir genügend Graffel mit haben. Weil noch sind die Werkbänke miteinander nicht verbunden, ne? Muss ich mal schauen. Jo. Ich will mir das mal anschauen. Aha, da regnet es. Sehr schön. Wo ist denn das Teil jetzt? Da drüben. Muss ich mal klubschen. Bist du vielleicht sowas, was Strom braucht? Der liegt immer noch da. Oh, ruck. Keine Ahnung. Wenn man hier so Energie, wenn ich hier so einen Schalter an die Wand klatsche, sagen wir mal so, also Schalter, so ein Stecker halt, und jetzt da, wo haben wir denn die Energie? Die ist nur hier, ne? Wenn ich da jetzt da, sagen wir mal, so mache, ein Generator, nehmen wir gleich so einen kleinen, wird wahrscheinlich nichts bringen, was ich da mache. Ich probiere es jetzt einfach mal, wahrscheinlich komplett falsch. Ja, schön. So. Na, so nicht. Einfach verbinden. Und. Ne, ich glaube, das war ein Blödsinn. Das haut so wahrscheinlich gar nicht hin. Oder der Grundgedanke ist schon richtig und ich mache es trotzdem verkehrt. Weil das kann ich ja nicht hierher, oder? Da so hin. Das klappt ja nicht, oder? Warte, vielleicht so. Und vielleicht einen. Da gibt es so einen schrägen. Der da. Nein, warte. Doch, nein, oder? Aha. So vielleicht? Keine Ahnung. Auf den Arm wird's echt. Ich glaube, da wird das wird's echt hingehen. Schauen wir mal. Ich glaube, kann mir gerade nicht vorstellen, dass es wirklich das sein soll. Und jetzt? Sesam, öffne dich. Ah, vielleicht auch damit verbinden. Oder? Ich hoffe, die Sendung hilft dir. Was willst du eigentlich von mir? Der zeigt mir auch nicht an, so recht, was er will. Alles ruhig hier. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Benefits zu verpassen. Fuck. Hier ist Radio Freedom. Radio Center. Bleib bei uns, um keine Nachrichten für die Benefits zu verpassen. Mist, das war auch nicht richtig, ne? Ich reiße hier einfach das Fenster ein. So machen wir das. Ich bin ein Trottel.
ich muss irgendwas bauen, damit ich mich durchgraben kann, ne? War das nicht so? Was soll mir denn da bitte helfen? So war das, ich bin so ein Depp. Was hätten wir denn hier? Kochherd, Kochstation. Labortisch, Bauerrüstung. Waffenwerkbank. Na. Was soll mir denn dabei eine Roboterstation? Kriege ich ja niemals hierher. Ich rede mal mit dir. Reden. Ada. Hier, bitte. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Es liegen keine Meldungen vor. Danke. Okay. Gescheißen Dreck. Und wo ist der Job überhaupt hin? Die war hier, glaube ich, irgendwo, ne? Nein, nicht da. Da. Na, vollkommen falsch. Ach, ist ja kacke. Das werde ich mir mal anschauen, wenn mehr Zeit ist. Da werde ich nachlesen müssen wahrscheinlich, wie das so gehen soll. Hallo, Chopper. Entschuldigung. Komm schon, General. Lass uns die Trümmer wegpusten. Wegpusten. Mit was bitte? Alte Waffen. Mhm, bla bla, dort können immer... Ja, soll ich da, weiß ich nicht, so viele Dinge haben wir schon. Soll ich denn hier irgendwie, keine Ahnung, an Bord habe ich begann? Oh. Eine Kanone wäre halt super, ne? Spezialstruktur. Dekoration. Hm. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass wir da ein Roboter-Dingens bauen müssen, dass die Ada uns da helfen tut. Mehr kann ich mir da jetzt auch nicht vorstellen. Aber es ist halt wirklich noch was für später. Keine Ahnung. Dann suchen wir uns eine neue Quest. Bevor ich da noch mehr Zeit vertrödle, tun wir die mal weg. Schlachtfeld-Holoband. Entführung. Das können wir machen. Da ein bisschen schießen wieder, oder? Oder was ist da? Weg zur Freiheit? Freedom Trail. Schande, das müssten wir auch mal machen. Aha. Sei mein Valentine. Müssten wir auch machen. Yes, na, da haben wir viel zu tun. Gut. Machen wir ausnahmsweise diese Entführung hier. Ausnahmsweise. Machen sie sowieso. Die machen wir jetzt mal. Hier hin. Genau, richtig. Da brauche ich nur da oben hin. Jupp. Und dann können wir das Stückchen runterhatschen. Dann machen wir das hier fertig und ich versuche mich mal schlau zu machen, was wir hier eigentlich machen müssen. Wahrscheinlich mit einem Raketenwerfer durchschießen oder was, keine Ahnung. Normalerweise braucht man irgendwas zum Sprengen, glaube ich. Würde ich meinen, wenn man so viel Schutt weg haben will. Oder es gibt wirklich für einen Roboter so einen Aufsatz, wo die liebe Ada Schaufeln an ihren Händen hat oder so und dann schaufeln kann. Was weiß ich, keine Ahnung. Ja, ja. Komm, Machine. Lieber Ladebildschirm. Hopp, hopp.
Was? Da ist gerade jemand gestorben. Das ist aber unschön. So, wir müssen mal da lang. Wenn es halt möglich ist. Da ist jemand gestorben. Das habe ich gut erkannt, ne? Ah, sind es... Jupp. Da hast du recht. Mann, 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 da schaut es ja wieder aus, ne? Grauselig. Wohin? Da lang. Ist hier in den Mülleimer noch was drinnen? Nope, nope. Die Ada kann es gar nicht erwarten. Die überholt mich gleich. Wer? Was? Wie denn? Super getroffen. Ja, ich habe nichts getroffen. Alter, triff mal was. Alter. Hä? Jawohl, einen haben wir schon mal. Wo bist denn du? Haben wir ihn getroffen? Jawohl. Tap, 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 tap. Super, Ada. Ist er hin? Super. Wen haben sie da aufgeknüpft? Großartig ist der Schüler. Großartig ist der Schüler. Was? Niemand verpisst sich hier. Ja, mit dem Plumpert. Dachtest wohl, du könntest dich verstecken, was? Hättest ich hab mich nicht versteckt. Hab ich gar nichts gemacht? Wo bist denn du, du feige Sau? Entschuldigung, als ich war. Feigling? Feigeling, wo bist du? Futsch. So, wie komme ich da jetzt rein? Bitte einmal nachladen. Sag einmal, wo geht's denn da rein? Ah, andere Seite, okay. Ja. Ich sehe sie, und zwar hier. Ada? So. Lol, Ada. Danke, Ada. Warum stehst du mir denn im Weg? Schieß dich da weg, ey. Mist, verdammter. Was haben wir hier? Terminal schon wieder. Ja, ja. So, das kommt auch alles mit. Da unten haben wir auch noch was. Gut, dann schauen wir uns das hier mal an. Labrabram, Turmsteuerung. Jawohl. Ja, bla bla bla. Bitte seien Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Bitte wählen Sie. Deaktivieren über... Da. Ja, deaktivieren bitte. Abschaltung. Hingehauen? Ich hoffe. Bla 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 bla. Ich hoffe, das hat hingehauen. Ja, und wo geht's jetzt weiter? Ah, hier. Meine Güte. Warte, wie weit sind wir schon überladen? Puh. Puh. Warum darf ich denn nur so wenig tragen? Ich habe hier alles mit Taschen eigentlich. Habe ich die Powerrüstung vergessen? Ja, habe ich. Habe ich. Ja, ich bin so schlau. Ich habe die Powerrüstung zu Hause stehen lassen. Ah, ja, einen Moment bitte. Supi, das habe ich wieder fein gemacht. Ja, ganz fein. Scheiße. Ja. Komm, lieber Ladebildschirm. Mach hinne. Das ist wieder supi. Supi war das wieder von mir. Echt geilo. Schöne Aktion. So, aber diesmal zuerst. Da rein.
Und dann gehen wir das Inventar ausleeren. Noch das bisschen, was ich da jetzt mit habe. So, so. Wobei das alles mal zu den Minion-Mans rüber müsste. So, Cotsworth, der spricht auch mal wieder mit mir. Der Gute. Der will auch so gerne wieder mit. Vielleicht erfüllen wir ihm einmal seinen Wunsch irgendwann mal. Was kannst du gut? Eigentlich so nix, ne? So, Kleidung. Da kommt das ganze Klump mal weg. Das tun wir auch weg. Passt. Hilfsmittelchen, das passt so, das passt so. Schrott kommt auch weg. So, jetzt müsste wieder passen. Herrschaftszeiten ist das übel gewesen jetzt gerade. Meine Güte. Wo müssen wir hin? Da runter, also hier hin. So, jetzt aber. Alter Schwede. Echt Daumen hoch. Fürchterlich. Was bitte sind das für eine Buffen? Kettenklinge. Ach so. Aha. Ach so, ich habe die jetzt von der verkehrten Seite her betrachtet. Ich habe mir schon gedacht, wie soll das gehen, wenn die Kette sich bewegt? Die kannst du ja nicht an den Körper halten. Ach so geht das. Ja, ich habe hinten den Griff nicht gesehen. Oder zuerst nicht als Griff erkannt, sagen wir so. Gut, jetzt kann es losgehen. Was? Na, das war wieder super. Jetzt aber. So. Alter, was? Wo schießt denn da jemand? Okay, das war, glaube ich, jetzt eine kleine, also eine Mini-Atombombe, glaube ich. Wir gehen aber hier mal rein in den Dungeon. Ja. Mhm. Und warten, bis wir rein dürfen. Ja, schön. Dann laden wir nach. Hm. Aufpassen, das sind sicher wieder haufenweise Fallen. Eda, du bist mir schon wieder im Weg. Schau dir das an. Das war wieder super, echt. Ach, die lädt zu lange nach. Das ist scheiße. Jetzt hätte ich die Punkte wieder nicht bekommen. Eda steht mir auch immer im Weg. Es ist ganz übel. Es ist ja richtig übel. Warte, hier ist was, oder? Nein. Wohnen, werden. Was, da oben? Ja, bleib stehen. Wo? Warte, wo? Hier? Dann hier, ne? Jawohl. Boom. Was, redest du mit mir? Komm nur, ich warte auf dich. Alter, die haben da Leute aufgehängt, ne? Das ist aber kein schöner Schmuck für den... Au! Wer Boden? Alter, du Drecksau. Ja, da treffe ich ja wieder nicht. Ja, toll. Edda, wirklich, das warst wieder du. Du bist schuld. Au! Alter, spinnt's ihr? Ja, natürlich gab's nichts. Erstens hin. Jawohl, der zweite ist hin. War nicht da drüben noch irgendwas so ein Hampelmann? Schau da. Wo bist denn? Idiot? Und jetzt aber. Jawohl, weggebrannt. Tschüssi, du Trottel. So, hier mit dem Zeugs. Wo liegt denn noch so ein Opfer? Nein, muss er aufpassen, dass wir irgendwo was kaboom macht.
Ah, ach so, ein Geschützturm. Geschützturm war das. Ist auch keine Falle, weil hier ist wieder so richtig typisch Falle, ne? Das schön. Das kann man so richtig wieder schön feststellen oder glauben oder sich darauf vorbereiten. So, jetzt passt. Ich weiß jetzt schon, dass ich sicher in eine reinhatschen werde. Mit Sicherheit. Ja, schmutziges Wasser. Hurra! Die nächste Gemüsesuppe ist uns sicher. Aha, Brahim-Schild. Das ist super. Schöne Deko. Ah, da geht's runter. Ins Klo. So, ja. Fusionskern entfernt. Aha. Der ist schon wieder aus. Da haben wir hier was? Puh. Nanu. Du musst mir helfen. Ja, hallo. Entführt. Bald zurück. Befreien. Kann dich nicht rausholen. Entführt. Na, schaut nicht so aus. Bald zurück. Befreien. Keine Sorge. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh mein Gott. Danke. Verschwinden wir. Jupp. Aber Vorsicht. So, ja. Was haben wir hier noch? Ja, Bademantel. Cool. Und hier eine modische Sonnenbrille. Und hier Kleiderbügelchen. Jawohl. Registrierkasse hat nichts drin. Die haben keinen Gewinn gemacht hier. Sehr traurig. Sehr traurig für ein Geschäft. Wirklich. Was haben wir noch hier? Haarklammerbox. Supi. Supi, supi. Hier da. So. Ja, Sale. Richtig. Okay, da ist nichts. Was explodieren tut, zumindest noch nicht. Ein verbranntes Buch, noch eines. Hier haben wir gar nichts. Das sind ganz viele verbrannte Bücher. Eine Zeitung. Einen Moment bitte. Da ist noch mehr Magazin. Also Zeitung halt nicht. Waffe. Halt. Wer? Na, nicht du. Boden. Werden. Oh, Edda? Alte Schachtel, wo bist du denn? Na, nicht den. Großartig, Edda macht es schon. Scheiße! Was? Was? Okay, hier ist auch nichts Gefährliches. Ein Topf. Schneidebretter. Ein Safe. Nein, nein. Ja, nein. So vielleicht? Nein. Na, willst du bitte? Ja. Ja, supi. Ja. Wow, das ist echt nicht schlecht. Raketen sind 11 Raketen. Mündungsbremsen. Aha. Dings, okay. Ich weiß, ja, mit dem ganzen Graffel. Was? Da ist doch jemand. Das gefällt mir nicht. Was zum Teufel war das? Da ist tatsächlich noch so ein... Oh, ich bin überladen. Das heißt, die gute Edda kann da gleich mal was haben. Lass die Scheiße. Komm raus und kämpf. Ja, ja, gleich. So und so. Na, nur mit dem Deckel. Scheiße, was war das? Dann hier noch was. Boah, da gibt's viel Klumpert, ne? Ein Sieb, jawohl. Zwei sogar eigentlich. Kühlschrank. Haben wir da was drin? Nö. So. Haben wir da was drin? Ja. Redaway. Hast und Angst, du kleine Schlampe, was? Haben die da etwas Schädel drinnen? Ich glaube, mich trifft der Schlag. Was? Wo? Wer war das? Ah, ganze Aufregung wegen nichts.
Da ist nichts. Gut. Dann, hier geht's eh nicht weiter. Ich tue das mal speichern. Und ich muss mich jetzt beeilen, weil der Part ist auch gleich zu Ende. Also hier mal. Gleich, er ist eigentlich schon zu Ende. Was haben wir da? Edda? Hey, was kann ich hier mal? Schrott und so. Ich muss machen. Ich muss echt mal kurz. Tut mir leid. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sehen, das ganze Klumpert hier. So, da, 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 und da. So, das reicht schon mal. Wo bist denn du, Zipfelklatscher? Da oben irgendwo, ne? Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, ich hätte recht. Hier waren wir schon drin, oder? Schaut, ja, ja, da haben wir ihn gefunden. Richtig. Ach, das schaut aus. Da geht's rauf. Und irgendwo müssen wir diesen Deppen doch finden können. Wo redet der denn bitte? Kann ihn nicht wahr sein. Hey, das gibt's ja nicht. Ah, da drüben. Da geht's auch noch rauf. Schauen. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Jo. Dann, was haben wir da? Da vorne ist jemand, oder? Wir könnten in Schwierigkeiten sein. Das war super von mir, echt. Jetzt, jawohl. So, gibt's hier was? Ja! Und da? Hurra! Und hier drinnen? Lol, der hat den gleich mal über den Haufen gerannt. Aha. Was haben wir da? Bla 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 bla. Systeme angeschlossen. Band abspielen. Ja, du bist gemein. Tod. Ach du Heilige. Ich glaube, das machen wir nächstes Mal, oder? Lesen verboten. Puh, ich glaube, das machen wir das nächste Mal. Dann bleiben wir noch ein bisschen da. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!